Diese Einmeldung beendet die Karriere von Jörg Meuthen endgültig und er selbst hat auch zugegeben, dass seine Karriere komplett zu Ende ist und zwar nachdem er aus der AfD ausgetreten ist, weil er sowas von bedeutungslos und keinen Rückhalt mehr hatte, ist er nun zurück ab nächsten Jahr als Hochschullehrer. Er kehrt in seinen Lehrerposten zurück und während man zum Beispiel bei Herrn Höcke ständig rumdiskutiert, was wäre denn jetzt, wenn er nicht mehr Politiker ist, darf er dann irgendwie zurückkommen oder nicht, ist genau damit Herr Meuthen konfrontiert, denn er ist mittlerweile sowas von in der politischen Bedeutungslosigkeit verschwunden, nachdem er die AfD verlassen hat, wechselt er auf die Partei wie sonst was, er war mal in der Zentrumspartei, jetzt ist er plötzlich bei der Werteunion, also komplett bedeutungslos und jetzt will man ihn sogar noch strittig machen, dass er überhaupt irgendwie noch als Hochschullehrer zurückkehrt, denn da gibt es riesige Kritik dafür. Wir schauen uns mal direkt an, die Bild hierzu gerade eben schon geschrieben. Ex-AfD-Chef Jörg Meuthen, 63, kehrt ab 2025 wieder als Hochschullehrer an seine alte Wirkungsstätte zurück. Bereits zum 1. Januar beginnen die Lehrverpflichtung mit 18 Semester Wochenstunden Vorlesung in Präsenz, teilte Joachim Beck, Rektor der Hochschule in Kiel, Baden-Württemberg mit. Was konkret Herr Meuthen im Januar unterrichten kann, um der Lehrverpflichtung nachzukommen, wird derzeit geklärt. Und wie unfassbar peinlich soll es eigentlich noch werden? Stellen Sie sich mal vor, Sie gehen jetzt zu Ihrem Chef hin, oder gehen nur, Sie sind Unternehmer, dann tun Sie jetzt jemanden feuern, oder Sie kündigen, und dann kommen Sie irgendwie Jahre später wieder angekommen und sagen, was darf ich denn bitte unterrichten, was darf es denn bitte sein, was soll ich denn den Schülern beibringen, Also es ist wirklich unfassbar peinlich. Mir wäre es zumindest unfassbar peinlich, Und was den Vogel komplett abschießt, ist die Tatsache, dass man ihn ja noch nicht mal haben will. Viele kritisieren das nämlich, dass er jetzt zurückkehrt, weil man ja einen Ex-AfD-Chef auf keinen Fall haben will. Man sieht ja, wie die Partei abdriftet und so weiter. So einer kann doch auf keinen Fall toleriert werden, Also sogar da ist jetzt seine Karriere komplett ins Wanken geraten, Also seine Politikkarriere ist komplett beendet, die ist wie so eine Tüte hier beendet und jetzt auch diese Karriere als Hochschullehrer, auch die ist wirklich, steht komplett auf wackeligen Beinen. Und jetzt kommt das Unangenehmste und zugleich auch wirklich Lustigste an der ganzen Sache. Und zwar hier, das Beschäftigungsverhältnis mit Professor Meuthen an der Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl war nach früheren Angaben des Hochschulrektors Joachim Beck seit 2016 unterbrochen. Der Grund sei Beurlaubung. 2016 war Meuthen für die AfD in den Landtag von Baden-Württemberg gewählt worden. Und jetzt wird es richtig unangenehm, wenn der beurlaubte Hochschullehrer nach seiner Zeit als Parlamentarier wieder an die Hochschule zurückkehren will, dann muss die Hochschule ihm dies ermöglichen. Das ist die Gesetzeslage, an die wir gebunden sind, hatte Beck erklärt. Das ist die Gesetzeslage, an die wir gebunden sind. Und da kann, glaube ich, auch wirklich der Letzte rauslesen, wie unangenehm das dem auch ist, dass jetzt ein Jörg Meuthen zurückkommt. Und also jetzt mal ganz ehrlich, mir wäre das auch extrem unangenehm, wenn ich jetzt da irgendwie, was weiß ich, so ein Student wäre, dann hält so ein Jörg Meuthen die Lesung, um es mal so ganz dazu sagen, jemand, der politisch so gescheitert ist, jetzt auch in Dokumentation und so weiter über die AfD Sachen sagt, seine eigene Partei mäßig verrät und jetzt wieder in den Hochschuldienst zurückkommt, Also ich kann es auch verstehen, dass den viele da nicht haben wollen. Jetzt mal abgesehen davon, dass er ja in der AfD keine Rolle mehr gespielt hat, er stellt sich ja immer so hin, er hat die Partei verlassen und so weiter. In Wirklichkeit, zumindest aus der Partei wird so gesagt, hat er keine Rolle mehr gespielt. Und wenn ich mir die Abstimmungen und so weiter anschaue, dann wurde einfach der Einfluss von Herr Höcke und Frau Weidel und so weiter immer größer und der Einfluss von Herrn Meuthen immer kleiner. Und das ist doch die Wahrheit, Das soll er auch mal offen und ehrlich so sagen. Und ich meine, das, was er gemacht hat 2022, da hat er nämlich da war er noch weiterhin in Brüssel im Parlament, natürlich auch für die AfD, hat er nochmal ordentlich Kohle eingeschoben. Da hat er nämlich auch tatsächlich, ist er aus der Fraktion, hat er auch den Austritt gemacht, aus der damaligen Fraktion Identität und Demokratie. Und da muss ich auch mal ganz was sagen, da tritt er noch aus der Fraktion aus, 2022 tritt er in die Zentrumspartei ein, September 23 aus, 2024 Werteunion ein, also erst vor ein paar Wochen im September, also im letzten Monat. Also da blickt keiner mehr durch, was sich auf jeden Fall festhalten lässt. Seine Hochschulkarriere, da schauen wir mal, da wird es wahrscheinlich nicht mehr viel zum Hören geben, aber seine politische Karriere, da wird es gar nichts mehr, wirklich 0,0 mehr zu hören geben, denn die ist endgültig mit diesem Wiedereintritt in den Hochschuldienst, ist diese Karriere endgültig beendet.